Hier ist wieder Fokus Jerusalem mit neuen Berichten aus Israel. Herzlich willkommen. In unserer heutigen Sendung geht es um erfüllte und um unerfüllte Wünsche. Israelische Siedler zum Beispiel wünschen sich Land, israelische Kinder Schnee und gläubige Christen die Gebetserhörung. Das sind heute unsere Themen. Siedlerwunsch. Wird das Jordantal bald israelisch? Winterspaß. Endlich Schnee auf dem Berg Hermon. Biblischer Impuls. Heiko Bräuning spricht über wichtige Stunden am Ölberg. Zuvor haben wir noch, wie gewohnt, aktuelle Meldungen aus dem Heiligen Land für Sie. Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Über den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump gehen die Meinungen im Heiligen Land weit auseinander. Der Plan sieht vor, dass die Palästinenser einen eigenen Staat erhalten, mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Die jüdischen Siedlungen sollen bestehen bleiben, umstrittene Gebiete werden zu israelischem Staatsgebiet erklärt. Auf dem Pariser Platz in Jerusalem demonstrierten mehrere hundert Israelis für die rasche Umsetzung der Trump-Initiative. Die Anführer der Siedlerbewegung sangen gemeinsam mit ihren Unterstützern die Nationalhymne. Gegen den amerikanischen Plan demonstrierten Mütter mit Kindern im Gazastreifen. Sie betrachten ganz Israel als besetztes Palästina, das von den Besatzern befreit werden müsse. Vor den israelischen Parlamentswahlen am 2. März klären sich die Fronten. Die religiösen Parteien Schass und Vereinigte Tora-Partei sowie die rechtsorientierte Jemina-Partei haben ein gemeinsames Papier verabschiedet. Darin stellen sie klar, dass sie nur Benjamin Netanyahu als künftigen Regierungschef unterstützen werden. Initiator der Aktion war der frühere Innenminister Aryeh Deri. Oppositionsführer Benny Gantz erklärte, er werde keinesfalls eine Koalition mit den arabischen Parteien eingehen, um Ministerpräsident zu werden. Er forderte die Regierung auf, mehr für die Sicherheit der Bürger im Süden des Landes zu tun. Umfragen zufolge liegen der linke und der rechte Block gleich auf. Damit könnten die dritten Wahlen innerhalb von 11 Monaten erneut in einer politischen Sackgasse enden. Das israelische Verteidigungsministerium hat die Räumung des Flughafens Dedov bei Tel Aviv abgeschlossen. Der Stadtflughafen und Luftwaffenstützpunkt hatte im vergangenen Sommer nach 81 Jahren seinen Betrieb eingestellt. Nun sollen auf dem 75 Hektar großen Areal tausende Luxuswohnungen entstehen. Das Gebiet liegt direkt am Ende der Strandpromenade von Tel Aviv. Im vergangenen halben Jahr hat das Verteidigungsministerium alle Gebäude auf dem Gelände abgerissen. Nur der Kontrollturm bleibt als historisches Gebäude erhalten. Der iranischen Weltraumagentur ist es wieder nicht gelungen, einen eigenen Satelliten ins All zu bringen. Es war bereits der dritte vergebliche Anlauf. Der im Iran gebaute 130 Kilogramm schwere Satellit Safar wurde zunächst erfolgreich gestartet. Laut iranischem Verteidigungsministerium erreichte er eine Höhe von 540 Kilometern. Doch er war zu langsam, um sich in der Erdumlaufbahn zu halten. Noch am selben Tag deutete Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu an, dass Israel möglicherweise die Hände im Spiel hatte. Er erklärte, dass Israel durchgängig im Iran aktiv sei und die Reichweite des iranischen Militärs weiter einschränken wolle. Während das Mullah-Regime im Iran Israel immer wieder mit Zerstörung droht, wachsen unter den Bürgern der beiden Staaten Freundschaften. Der israelische Judo-Weltmeister im Mittelschwergewicht Sagi Muki hat in den sozialen Netzwerken ein gemeinsames Foto mit dem iranischen Judoka Said Mulai veröffentlicht. Freunde fürs Leben, schrieb Muki unter das Bild, das die beiden beim Grand Slam in Paris zeigt. Unterdessen hat der israelische Judoka Peter Palchik in Paris Gold gewonnen in der Klasse unter 100 Kilogramm. Damit löste Palchik das Ticket für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Jetzt noch unser Blick auf das Wetter im Heiligen Land. In Jerusalem bleibt es kühl und regnerisch bei 12 bis 15 Grad. In der Wüstenstadt Beersheba ist es dagegen meist heiter bei 18 bis 20 Grad. Das waren die Meldungen für diese Woche. Tagesaktuelle News finden Sie auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv. Machen Sie es gut!
Der Friedensplan von US-Präsident Donald Trump hat in Israel für heftige Reaktionen gesorgt. Er sieht unter anderem vor, dass die israelischen Siedlungen bestehen bleiben. Regierungschef Netanyahu jubelte, die enttäuschte Palästinenserführung verweigerte jegliche Gespräche. Israelische Siedler äußerten sich kritisch zu dem von Trump vorgesehenen Palästinenserstaat. Aber sie freuten sich, dass etliche umstrittene Gebiete nach Israel eingegliedert werden sollen. Darunter das Jordantal. Die israelische Regierung wollte diese Annexion sofort umsetzen, wurde aber von den Amerikanern wieder gebremst. Wir waren im Jordantal und haben nachgefragt, was die Menschen dort von den Plänen halten. Das Jordantal ist der Obstkorb des Heiligen Landes. Entlang der Straße 90, die sich von Nord nach Süd quer durch Israel zieht, gibt es unzählige Gewächshäuser und große Farmen, die hauptsächlich von ihren Dattelpalmen leben. Die landwirtschaftlichen Höfe werden künstlich bewässert. Die Israelis nutzen dazu aufbereitetes Schmutzwasser. Der Jordan reicht für die Versorgung der durstigen Pflanzen nicht aus. Er ist über weite Strecken kaum noch mehr als ein dünnes Rinnsal. Dem Grenzfluss wird nicht nur von den israelischen Bauern Wasser entnommen, sondern auch von den jordanischen. 90% des Jordantales stehen entsprechend der Osloer Friedensverträge unter israelischer Militärverwaltung. Insgesamt leben in dem Gebiet rund 60.000 Palästinenser und etwa 5.000 jüdische Israelis. In der Regionalverwaltung des Jordantals wurde die Nachricht von der bevorstehenden Eingliederung des Gebietes in den Staat Israel begeistert aufgenommen. Chef der Regionalverwaltung ist David Al-Haini, einer der einflussreichsten Anführer der israelischen Siedlerbewegung. Er hofft, dass das Jordantal möglichst rasch zu israelischem Staatsgebiet wird. Für ihn ginge damit ein Traum in Erfüllung. Wir sprechen über das Gebiet von Bet She'an im Norden bis hinunter an das Tote Meer und die judäische Wüste. Unsere Mission im Jahr 1968 war es, das Jordantal zu besiedeln. Wir fanden hier eine Wüste vor. Mark Twain schrieb 1967, nachdem er Israel bereist hatte, ich glaube nicht, dass ein menschliches Wesen in diesem Gebiet leben kann. Wahrscheinlich war er im Juni oder Juli hier. Da steigt die Temperatur manchmal auf 51 Grad Celsius. Wir kamen hierher in die Wüste. Es gab kein Wasser. Niemand lebte hier, nur einige wenige Palästinenser. Und schauen Sie, was passiert ist. Die Gegend ist grün. Wir haben auf einer Fläche von 200 Hektar die besten Datteln der Welt. Wir bauen Trauben an, frische Kräuter, Paprika. 70% der Leute hier im Jordantal sind Landwirte. Einer dieser landwirtschaftlichen Pioniere ist Yinon Rosenblum. Seit 38 Jahren lebt und arbeitet er im Jordantal. In seinen Gewächshäusern gedeiht Basilikum. Das Gewürz verkauft er nicht nur in Israel, er exportiert es auch ins Ausland. Basilikum ist eins der beliebtesten Gewürze in den Küchen auf der ganzen Welt. Da macht es nichts aus, ob es sich um eine orientalische oder westliche Küche handelt. Basilikum spricht jeden an. Das Gewächshaus ist von speziellen Netzen umgeben, um es vor Schädlingen zu schützen. So vermeidet der Farmer den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln. In den heißen Sommermonaten sorgen die Netze für Schatten. Die Kräuter werden ganzjährig angebaut und geerntet. Die Gewächshäuser wurden von den jüdischen Siedlern aufgebaut, die Dattelfarmen von ihnen angelegt. Yinon hofft, dass die rechtliche Situation im Jordantal nun endlich geklärt wird. Wir im Jordantal sind anders als die Leute in anderen Gegenden wie Judäa und Samaria. Hier ist die Situation mit unseren Nachbarn, den Palästinensern, anders. Wenn Sie hier die Straße entlang fahren, sehen Sie es. Niemand hält sie an. Keine Armee, keine Polizei. Auf den Straßen sieht man Autos aus Israel und palästinensische Autos. Alle fahren auf derselben Straße.
Die Arbeit auf israelischen Farmen ist bei den Palästinensern beliebt, weil hohe Löhne gezahlt werden. Aber es gibt auch florierende Unternehmen unter palästinensischer Leitung im Jordantal, wie hier die Dattelfirma Isbe, die 35 Mitarbeiter beschäftigt. Das Jordantal ist bekannt dafür, dass Juden und Araber weitgehend friedlich zusammenleben. Die Farmer sind sicher, dass sie auf Land leben, das historisch zu Israel gehört. My opinion starts in Jericho. It's 5 minutes driving from here. You can see it over there. Meine Überzeugung hat Gründe in Jericho. Das sind gerade einmal 5 Minuten Fahrzeit von hier. Die Stadt liegt hinter unserem Moschaf. In Jericho gibt es 3 Synagogen. Jede dieser 3 Synagogen ist über 2000 Jahre alt. Wenn wir uns die Moscheen ansehen, die muslimischen Moscheen, wie alt ist die älteste von ihnen? Sie werden keine einzige finden, die älter ist als 1000 Jahre. Also ist die historische Wahrheit, meine Väter und Vorväter waren vor 2000 Jahren hier. Das ist mein Land. Das ist meine Heimat hier. My home here. Viele Palästinenser, die im Jordantal leben und arbeiten, sehen das anders. Einige hoffen, bei einer Eingliederung des Gebietes die israelische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Andere sind aber weitaus kritischer. Mohanad Ahmed Zaideh arbeitet als Reiseführer. Er ist im Jordantal geboren. Vom Friedensplan der USA hält er ebenso wenig wie von den Annexionsplänen Israels. Die Menschen hier lachen darüber. Die Israelis kontrollieren doch das Jordantal bereits jetzt. Wir verstehen gar nicht, über was die jetzt reden. Hier im Jordantal kontrollieren sie die Straßen, die natürlichen Ressourcen. Die haben doch alles hier im Jordantal unter ihrer Kontrolle. Was sie über uns sagen, dass wir Israelis werden könnten, das ist doch unmöglich. Wir sind doch nicht irgendwelche Ziegen oder Steine oder Schachfiguren, die man nach hier oder dort schieben kann. Wir folgen als Palästinenser unserem palästinensischen Gesetz. Ein friedliches Zusammenleben im Jordantal liegt nicht im Interesse der Palästinenserführung, die die Konfrontation mit den sogenannten Besatzern sucht und für einen eigenen Staat kämpft. Siedlersprecher David Al-Haini ist trotz aller politischen Verwicklungen zuversichtlich, dass seine Region israelisches Staatsgebiet wird. Die Karten mit den zukünftigen Grenzen sind bereits fertig. Wir müssen eben warten. Wir haben 52 Jahre gewartet. Wenn wir jetzt noch 1, 2 oder 3 Monate warten, ist das okay. Wir werden an der Sache dranbleiben. Wie es im Jordantal weitergeht, das erfahren Sie hier bei Fokus Jerusalem. Die Pisten präpariert, alle Lifte in Betrieb, Neuschnee fällt. Was klingt wie ein Wintersportbericht aus den Alpen, beschreibt tatsächlich die aktuelle Situation auf dem Berg Hermon. Im einzigen Skigebiet Israels, ganz im Norden des Landes gelegen, ist in diesem Winter ungewöhnlich viel Schnee gefallen. Viele israelische Familien stürzen sich begeistert in das eiskalte Angebot und haben auf 2000 Metern Höhe jede Menge Spaß. Es herrscht dichtes Gedränge an den Ski- und Sesselliften hier am Fuße des Berges Hermon. Viele Israelis sind gekommen, um die weiße Pracht einmal live zu erleben. Denn in Israel gibt es nur selten Schnee. Das Land ist geteilt in 3 Klimazonen. Oben im Norden, an der Grenze zum Libanon und zu Syrien, auf gut 2000 Metern Höhe, ist die Chance hoch, im Winter Schnee zu sehen. Und diesen gibt es hier im Augenblick deutlich mehr als in weiten Teilen Deutschlands. Gut 130 cm hoch ist die Schneedecke aktuell. 45 Kilometer Skipiste laden zu einem winterlichen Sportprogramm ein. Das Skigebiet auf dem Berg Hermon hat in der Regel von Mitte Dezember bis Mitte März geöffnet. Bei schlechtem Wetter ist es allerdings geschlossen. Denn die Israelis sind auf starken Schneefall nicht eingestellt. Die Zufahrtsstraßen müssen erst freigeräumt werden, da fast niemand Winterreifen besitzt. Und auch bei der richtigen Winterbekleidung sieht es bei manchen schlecht aus. In dünnen Jacken trotzen sie den Minustemperaturen. Doch das hält niemanden davon ab, einen Tag im Schnee zu verbringen. We came here early morning and Wir sind schon seit dem frühen Morgen da. Es ist für die Kinder das erste Mal, hier im Schnee zu sein. Sie sind Ski gefahren, oft hingefallen, haben es aber trotzdem sehr genossen.
doing stuff. They really enjoy. They like it. They like it. They play in the snow. Die Kinder lieben es, im Schnee zu spielen. Sie haben sehr viel Spaß. Es ist für sie eine Seltenheit, denn wir haben hier in Israel normalerweise keinen Schnee. To play in the snow, because we don't have snow. Meine Kinder haben mich mit hierher genommen, weil ich heute Geburtstag habe. Deshalb haben wir hier eine Pause eingelegt. Ich bin ein professioneller Boxer und pendle regelmäßig zwischen Israel und Los Angeles. Ich bin schon in anderen Ländern Ski gefahren. Heute bin ich mit meinen Freunden hier. Ich genieße das Wetter und den Schnee und alles überhaupt. Es ist wunderschön hier, aber einmal reicht. Wir kommen aus dem Zentrum von Israel, aus Tel Aviv. Wir kommen aus einer warmen Stadt hierher, zu diesem kalten Ort mit Schnee und Eis. Aber es ist wirklich toll. Es ist schön, solche Unterschiede in unserem Land zu haben. Egal ob zum Skifahren, Rodeln, Wandern oder einfach nur für eine Schneeballschlacht. Der Berg Hermon ist nicht nur bei Touristen, sondern vor allem bei den Einheimischen ein begehrtes Ausflugsziel. Dementsprechend voll kann es am Wochenende hier oben auch sein. Vor allem den Kindern ist das aber egal. Hauptsache, sie können sich ins eisige Vergnügen stürzen. Und zum Aufwärmen können sie dann einfach wieder hinunter ins Landesinnere, wo auch im Februar ein mildes Klima vorherrscht. Der Ölberg in Jerusalem hat im jüdischen und im christlichen Glauben eine besondere Bedeutung. Juden glauben, dass der Messias über den Ölberg nach Jerusalem einziehen und unterhalb des Hügels das jüngste Gericht abhalten wird. Christen denken daran, dass Jesus am Ölberg über die Stadt weinte. Er wurde vor seiner Kreuzigung am Ölberg gefangen genommen und er fuhr nach seiner Auferstehung vom Ölberg in den Himmel auf. Der Ölberg ist also ein ganz besonderer Ort der Begegnung mit Gott. Mehr dazu nun im biblischen Impuls von Pfarrer Heiko Bräuning. Stellen Sie sich einen schattigen Platz am Ölberg vor, dicht bewachsen von Olivenbäumen. Ein Platz gleich einem Garten, in aller Abgeschiedenheit, ohne Touristen, ohne prunkvolle Kirchen, die über heilige Stätten gebaut wurden. Hier, unterhalb des Ölbergs, wo sich Jesus oft mit seinen Jüngern in die Stille, die Einsamkeit zurückgezogen hat. Ich möchte Sie einladen, hier am Ölberg zu verweilen und auf die Geschichte zu hören, die uns der Evangelist Lukas erzählt, Kapitel 22, die Verse 39, folgende: Jesus in Gethsemane. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch die Jünger, und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tod und betete kräftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Und er stand auf von dem Gebet und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend vor Traurigkeit und sprach zu ihnen: Was schlaft ihr? Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Ölberg ist der Ort des absoluten Versagens der Jünger. Ausgerechnet in der schwersten Stunde von Jesus, da schlafen sie alle ein. Da können sie mit Jesus nicht mithalten. Sie können nichts Gutes für ihn tun, können ihm nicht beweisen, wie toll und stark und kräftig sie sind. Sie schlafen ein vor Müdigkeit. Die Müdigkeit hat sie sprichwörtlich übermannt. Vielleicht ist es gut, auf ein Wort von Karl Barth zu hören, der schreibt über diesen Ort des Versagens: Das völlige Versagen der Christenheit, der Kirche, Jesus gegenüber, ihre notorische Nichtteilnahme an seinem entscheidenden Tun, die furchtbare Einsamkeit, in der sie ihn ließ und in der er ganz allein nicht mit ihnen war, sondern ohne sie und so für sie,
tun musste und getan hat, was zu schwer war. Wenn irgendetwas das Reine für uns als Inhalt des Evangeliums deutlich macht, dann diese Seite des Gethsemane-Geschehens, in welchem die Tat Gottes in Jesus Christus nun wirklich keine, gar keine Entsprechung in der Existenz der an ihn Glaubenden hat. Sie konnten nicht eine Stunde mit ihm wachen. Er allein hat an ihrer Stelle gebetet und gewacht. Ich glaube, wir alle kennen solche Gethsemane-Erlebnisse, solche Ölbergstunden in unserer Biografie, oder? Von Lebensmüdigkeit übermannt. Wenn wir nichts mehr beweisen können, wenn wir nichts mehr hinkriegen und uns einfach innerlich nur noch müde und ausgelaugt, völlig matt fühlen, so wie es im Buch Jesaja einmal heißt, Jünglinge werden müde und matt. Und sie straucheln und sie fallen, weil sie keine Kraft mehr haben. Wir kennen das, oder? Wenn wir müde werden, weil wir uns an so vielen Fronten verkämpft haben und es geht einfach nichts mehr im Beruf, im Finanziellen, im Privaten, in der Beziehung. Mir persönlich hat geholfen, ein Gebet von Karl Rahner nachzubeten. Und ich lade Sie ein, diesen Text mitzubeten. Wenn du uns Anteil gibst an deinen Ölbergstunden, erbarm dich unser. Wenn wir die Stunden der Bedrängnis erkennen sollen als Anteilnahme an deinem Leid, erbarm dich unser. Wenn uns wie dir Gottes Wille hart und unbegreiflich erscheint, erbarm dich unser. Wenn Trauer und Betrübnis, Ekel und Angst uns wie dich überfallen, erbarm dich unser. Wenn Reue über unsere Sünden über uns kommt, erbarm dich unser. Wenn wir büßen und sühnen müssen für das, was wir gefehlt haben, erbarm dich unser. Wenn wir wie du von aller Hilfe verlassen sind, erbarm dich unser. Wenn in der Nacht des Leidens das Licht des Glaubens sich zu verdunkeln scheint, erbarm dich unser. Wenn uns Todesangst wie dich überfällt, erbarm dich unser. In diesem Sinne, Gott segne Sie. Shalom. Der allmächtige Gott erbarmt sich. Auch diese Botschaft geht von diesem mit uralten Olivenbäumen bepflanzten Berg in der israelischen Hauptstadt aus. Wir müssen uns wieder ganz irdischen Dingen zuwenden, den Kosten für die Produktion unserer Sendung. Denn die wird von Ihnen finanziert. Ohne Ihre Gebete und Ihre Spenden gäbe es Fokus Jerusalem nicht. Wenn Sie uns unterstützen möchten, ist hier unser Spendenkonto. Fokus Jerusalem GmbH. Die IBAN lautet DE90 6005 0101 0400 0500 07. Im vergangenen Jahr wurde unsere Sendung ja noch vom Verein Medienförderung Shalom Israel getragen. Der Verein hat mittlerweile die Zuwendungsbescheinigungen für das Finanzamt für alle Spender im Jahr 2019 verschickt. Wenn Sie eine solche Bescheinigung benötigen und keine erhalten haben, liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass Ihre Adresse uns nicht bekannt ist. Rufen Sie in diesem Fall bitte einfach kurz an und geben Sie die erforderlichen Informationen durch. Unser Infotelefon ist von Deutschland aus erreichbar, kostenlos unter der Nummer 0800 7243 240. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Wenn Sie noch mehr aus Israel sehen, hören und lesen möchten, empfehle ich Ihnen unsere Angebote im Internet unter dem Stichwort Fokus Jerusalem auch zu finden in den sozialen Medien. Wir nehmen Sie jetzt noch mal mit zu einer nächtlichen Fahrt durch Tel Aviv. Schön, dass Sie uns heute zugesehen haben. Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Auf Wiedersehen.
Und nächste Woche bei Fokus Jerusalem. Gefahr in Eschkol, Sprengstoffballone und Raketen. Sensationelle Erfindung, Bakterien fressen Kohlendioxid. Biblischer Impuls von Heiko Bräuning, der Hauptmann von Kapernaum.